Wir haben so ein tolles Schiff. So ein tolles Schiff. Und wir können hoffentlich noch maximal viel Gegner mitnehmen, aber mal gucken, ob der bleibt ohne seine Kollegschaft. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Faster Than Light. Uns geht's soweit gut, ne? Ja. Sauerstoff ist voll. Okay. Na dann. Ach so, 70 Schrott. Wir geben ja jetzt eh nichts mehr aus. Also bei einem Laden. Wir haben ja jetzt alles. Notfallatemgeräte haben wir. Dann lieber nochmal Krankenstation verbessern, weil wir bloß zwei Plätze haben. Weil kleiner Raum, ich glaube ja. Machen wir so. Gut. Hey, ein Laden. Ach so, da waren wir schon. Ja, dann will ich eine Bruchbombe her. Wenn, dann Basis. Doppelt anfliegen irgendwann mal. Zeigen wir schon mal, dass wir da sind. Mist, Treibstoff. Der Menschen, der Crew ist nicht an. Du erreichst die Föderationsbasis. Ein Großteil der Flotte ist gerade in einem Kampf mit Rebellen verwickelt. Du hältst Abstand und versteckst dich hinter einem Mond, um nicht in den Konflikt hineingezogen zu werden. Du kannst nicht viel tun, um den Ausgang der Schlacht zu beeinflussen, aber deine Mission ist der Schlüssel, um das Kriegsglück zu wenden. Du machst dich bereit für den Kampf gegen das Flaggschiff, aber vorher mal Sauerstoff tanken. Anfall. So ein kleiner Raum, der ziemlich leer war, der geht viel langsamer hoch, als wenn alle Räume nur ein kleines Fitzchen weg haben. Ja klar, wenn alle bloß 1% weg haben. Wie viele Räume sind das? Ich sag jetzt einfach mal 14. Also 14%, in jedem Raum 1%, dann geht das viel schneller als ein Raum 14%. Weil hier wirkt ja das System überall gleich. Und hier, nur weil es ein Raum ist, wird das ja nicht konzentriert mit Sauerstoff im Sinne von, das geht viel schneller. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Nur weil ein Raum ist, fließt nicht mehr Sauerstoff durch die Düsen. Okay. Na dann. Jawohl, das Schiff ist noch da. Das Flaggschiff kommt zur Basis, aber ich will noch Schrott mitnehmen. Ein Viererschildgegner mit Rakete. Klein. Ein Scan des Gebiets ergibt, dass nur ein Handelsschiff hier ist. Als du dich näherst, erkennst du aber die Umrisse eines Rebellenaufklärers. Die Schiffssignatur muss gefälscht sein. Gehst auf Abfangkurs und Tarnung hat er mindestens 10%. Oh, das wird interessant. Wir können gerade eh nicht viel machen. Hacken werden wir auf jeden Fall. Ja. Wie viel Sekunden Tarnung hat er denn? Der wartet eh, bis all seine Waffen bereit sind. Bin ich mir sicher. 10%, 10 Sekunden sind es mindestens. Es sind nur 10, okay. Wollen wir uns jetzt tarnen? Fragezeichen. Ich würde schon sagen, ja. Die verfährt schon. Gut, dann tarnen wir uns nicht. Aber echt so langsam. Aber in Ordnung. Oh, wenn wir bereit sind mit Hacking und Schussgedöns, könnte er sich wieder tarnen. Ich warte seine nächste Tarnung auf jeden Fall ab. Okay, der fliegt schon wieder. Mann, ist doch ein Letrowerfer, so schnell wie das Ding fliegt. Beziehungsweise so schnell wie es auflädt. Er hat einen Fünfer-Schuss, einen Fünfer-Schildbrecher. Muss aber erstmal alles sitzen. Hier brauchen wir keinen Strom. Was mache ich mit der Rakete? Tarnen oder nicht tarnen, das ist die Frage. Sekunden. Bis dahin könnten wir glevieren. Okay. Hätte die jetzt getroffen, bei 100% ausweichen, dann wäre klar, wir haben uns zu spät getarnt. Ist aber nicht. Ich denke mal, solange die noch nicht eingeschlagen ist und noch vorbeifliegen und treffen könnte, kann man Tarn anschmeißen und das greift dann auch. Ist jetzt einfach mein Gedankengang. So, wir müssen jetzt da hier herum hacken. Die Bruchbombe ist ja auch bald bereit. Schön.
weiter seine Tarnung abwarten. Ups. Er tarnt sich gleich. Bin ich mir sicher. Blöder Arsch. Die Rakete kriege ich eh nicht so schnell weg, oder? Ich probier's mal. Doch, sie geht weg. Super. Hätte auch auf Tarnen gehen können, aber nö. Macht man doch nicht. Weil es auch so geht. Schwein gehabt. Die Glefe wird auf jeden Fall Schaden machen. Da kann er sich tarnen, wie er will. Wenn wir aufschalten können. Hä? Ist hier irgendwas geschrumpft? Ich bin zu großzügig. Ja, jetzt passt's. Glefe nicht bereit. Jetzt tarnt er sich. Aber wir haben schon aufgeschaltet. 55 Schrott, sehr schön. Drunter und 2 Treibstoff. Die Reparaturstation wäre noch da. Hoffentlich ist sie dann auch noch da, wenn wir ja noch dahin fliegen irgendwie. Wobei, wir brauchen sie nicht zwingend. Okay, nochmal den Antrieb verbessern. Dann hätten wir dann da 48% ausweichen. Wenn wir da Vollstrom reinknödeln. Sensorentüren verbessern. Ne, lieber den Antrieb, wenn die jetzt mit den dicken Raketen ankommen. Die Flaggschiff-Leute. Na dann. Auf in Runde 1. Runde 1 vor dem unbekannten Kreuzer. Da ist es, das Rebellenflaggschiff. Wenn du dieses Monster zerstören kannst, hat die Föderation wieder eine Chance. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Die Kämpfe gegen das Flaggschiff sind immer sehr interessant, wie ich finde, aber gerade habe ich Gänsehaut, weil wir arbeiten schon so lange daran, dass wir den unbekannten Kreuzer freischalten und es kommt so langsam nahe. Es dauert zwar noch ein paar Runden, aber so langsam wird's. Wirklich ernst. Okay, nicht irgendwie was verbaseln. Gucken, wo der uns hacken will. Oh, Antrieb. Oder Hilfsbatterie. Hilfsbatterie. Weniger Strom zur Verfügung. Ja, ist schon doof, aber es gäbe Schlimmeres. Antrieb wäre schlimmer gewesen. Oder Gedankenkontrolle. Oh Gott. Man 40% ausweichen, die Raketen fliegen gleich. Jetzt brauchen wir Strom. Verhacken. Strom wieder da, wir hacken bei ihm aus. Dreierschuss. Zwei fliegen daneben, jetzt kommen die Raketen. Wenn, dann Volltarn, aber... Wenn, dann tarnen wir uns mit der Hilfsbatterie, dann fehlt da der Strom. Ja. Falsch. So, jetzt verballere ich hier bloß die Hilfsbatteriepunkte. Jetzt nehme ich die wieder raus. Wir müssen auch gleich hacken. So viel brauchen wir gerade gar nicht. Zwei Balken hätten wir mehr. Brauchen wir gerade nicht. Aber kann nicht schaden. Da guckst du her. Jeder Schuss geht daneben, du Arsch. Wir hacken jetzt. Bevor er sich wieder tarnt, kriegen wir das schon hin. Hat er beim kleinen KI-Schiff auch gepasst, oder? Aber das Flaggschiff ist eigentlich besonders. Schauen wir mal. Bruchbombe ist gleich bereit. Aber wird er uns eher hacken können, bevor er sich selbst tarnt? Fragezeichen. Sicherheitshalber gehe ich mal aufs Cockpit. Bruchbombe geht auf jeden Fall da drauf, damit er stirbt. Wer ist das? Rot? Nee, Raffen. Raffen. Er muss sich raffen, der Raffen. Kommt er eh durch das Schützsystem, deswegen sofort schießen. Sie verfehlt leider. Okay. Dann gehen wir gleich auf das Schildsystem mit der Flak. Er soll sterben, ja, aber das macht dann die Bruchbombe mit. In der nächsten Runde.
Jetzt müssen wir das Schildsystem etwas runterbekommen. Der wird uns gar nicht hacken, dann haben wir weniger Strom. Jetzt klevieren. Damit die Flak auch sitzt, erst beim Cockpit anfangen. Mist, die Flak sitzt nicht mehr, aber Cockpit rot. Schildsystem auch gut getroffen. Weniger Strom. Ach, wir haben Strom über. Ganz schön viel Zeug mit Cooldown. Jetzt haben wir noch mehr Strom, weil das Schildsystem mehr abbekommt von diesem Ionkram. Noch haben wir keinen Hüllenschaden. Raketen sind rot. Boah, wie viele da drin sind. Jetzt müssen wir Hacking-Betäubung einschalten. Aber geht gerade nicht. Cooldown. Gleich kommt Tarnung zurück und auch der Schildpunkt. Die reparieren fleißig. Wir schießen noch nicht mit der Flak. Tarnen können wir uns wieder. Okay. Ich mache gerade viele Pausen. Ich will jeden Höhenpunkt behalten und da will ich jetzt höchst konzentriert sein. Aber jetzt kann ja gerade nicht viel kaputt gehen. Die Bruchbombe setzen wir sofort ein, weil das Cockpit rot ist. Das ist Treffergarantie. Deswegen drauf, da solange die noch nicht dann Balken haben. Aber das werden sie gleich haben. Die reparieren da schon länger. Aber wir haben Glück. Das Ding setzt. Grafen nur noch 10 Lebenspunkte und... Oh oh. Ah, ich glaube, das kriegt er eher ganz. Aber Raketen müssen wir uns nicht... Um Raketen müssen wir uns nicht scheren. Wir können wieder hacken. Das machen wir sofort. Aber mit... Nö, nicht mit 3 Balken. Machen wir nicht ganz sofort. Wir bekommen... Oh, bei 48% 2 Treffer ab. Hm, jetzt sind die drin alle gehackt, betäubt. Super. Volles Ausweichen, genau. Unseren Leuten geht's noch super prächtig. Glefe gleich bereit. Der wird durch die Glefe weggebrannt. Hier kann auch noch jemand sterben. Schauen wir mal. Tari haben sie. Sie haben Tari! Hab ne Idee, wenn die das eh wegnehmen durch die Hackerei, machen wir das jetzt an. Und ins Cockpit damit. Okay. Nein! Ich habe normalen Strom reingepfeffert, das ist nicht gut gewesen. Da war eine Unkonzentriertheit drin. Er tarnt sich, na toll. Aber wir können auch anvisieren. Ja, der muss auf jeden Fall weg. 2 Höllenpunkte noch. Und der ist auch gleich weg. Das schafft er niemals. Der will die Tür aufmachen, aber die hält noch eine Weile und er hat Gedankenkontrolle Stufe 3. Das schafft er. Jawohl, jetzt geht er rein, macht die hier kalt. Der ist auch gleich tot. Hier, auf ihn schießen. Jetzt aber nicht hier in Unkonzentriertheit verfallen, nur weil ich gerade den Gegner so beobachte. Mir fehlt jetzt der Strom. Ja, das war blöd mit der Gedankenkontrolle. Da war ich unkonzentriert, das war nicht gut. Ich überlege gerade, den Kampf künstlich hinauszuzögern, indem ich jetzt ein paar Bruchbomben da reinwerfe. Bis er tot ist. Das Ding kriegt er nicht mehr ganz. 1,5 Schildpunkte weg. 3, 4,5 und Lanze, aua. Ah, wir könnten uns noch tarnen. Wenn die beiden zugleich schießen. Wenn das Ding schießt, tarnen wir uns. Ich probiere es mal, den rauszubekommen. Jeder Schuss ein Treffer, weil Hacking, Cockpit rot. Strom über. Schießt er seinen blöden Ionkram. Ja, geht schön viel Kram daneben. Jawohl, alles geht daneben. Dabei haben wir gar nicht volles Ausweichen gehabt. Das Ding sitzt gleich nochmal hinterher. Nach 17 Sekunden, beziehungsweise... 20 Sekunden weniger, oder? Wie viel waren das? 20%, nicht Sekunden. Immer noch Gedanken kontrolliert. Nicht mehr so lange, aber er könnte sterben. Wer stirbt denn gleich? Der Hector, ja wunderbar. Haha, das läuft. Gedankenkontrolle 3, sei Dank. Er hat noch 55, der Tachy, das probieren wir jetzt, das schaffen wir.
Hacking wäre wieder bereit. Die Waffe ist ja auch aus, währenddessen. Ja, kommt er mit keinem Schaden durch, weil 1,5 Schildpunkte weg. Ich weiß, ich habe gerade nicht vollen Strom drauf. 1,5 Schildpunkte weg und die Glanze kann nichts machen bei ihm. Super, da warten wir auf jeden Fall ab, bis Tari stirbt. Dann haben wir es in der nächsten Runde etwas einfacher. Aber nicht mehr der Schuss ein Treffer, aber das Ding sitzt. Ich könnte jetzt mit der Flak da drauf schießen und hoffen, dass er stirbt, aber vielleicht geht es ja auch genau schief. Das probieren wir jetzt nicht. Er tarnt sich. Er hackt unsere Hilfsbatterie. Drei Schildpunkte behalten und die Lanze ist nicht durchkommensfähig. Den Tari prügeln wir da raus. Wir haben mehr als genug Raketen. 72. Vorher werden wir Gedanken kontrollieren, aber nicht mit dem Strom. Den setze ich schon mal fest, damit ich den nicht verbrauchen kann. Er hat weniger, deswegen werde ich ihn Gedanken kontrollieren. Weil er im Cockpit ist und weil er dann stirbt. Jetzt haben wir aber keinen Strom mehr drin. Muss ich aufpassen. Wenn er abhauen will, muss ich mal einen Balken da reinsetzen, damit die Türen versperrt sind. Hier so. Oh, falsch. Hier, lila, Türen versperrt. Lass ich gleich mal so an. Tari wird sein System nicht mehr ganz bekommen. Okay, Gedankenkontrolle. Dreimal Hilfsbatteriestrom. Nicht das Cockpit kaputt machen. Geh runter da. Und Tari ist tot. Okay, dann treibe ich das jetzt auf die Spitze und bringe noch mehr Leute um, weil wir können gerade keinen Schaden bekommen. Er will da rein. Der wird schon reinkommen und dann werden wir mal ganz kurz hacken, damit die betäubt werden, damit die nicht rausrennen können, wenn wir unseren Bruchbombenspaß Stufe 2 da reinhauen. Ach, sind wir gemein. Aber das ist halt Taktik, jetzt tarnt er sich wieder. Die Türen zu. Oh nein, ich sehe nichts mehr. Das ist ja interessant. Achso, klar. Nee, wir sehen nichts mehr, weil er sich getarnt hat. Das ist ja immer da, dieses Durchgestrichene. Oh, es war jetzt aber kurz, hat er nicht mehr so viel Strom. Der muss doch Strom überhaben durch die beiden roten Waffen. Das waren doch jetzt keine drei Balkentarnung. So, wir hacken mal kurz. Jawoll. Jetzt fällt auch noch Sauerstoff. Und die können sich gerade nicht dagegen wehren. Die sind aber nur so lange betäubt, solange die Hackerei eben wirkt, ne? Ist klar. Gedankenkontrolle ist nicht mehr an. Er will raus. Das schafft er bestimmt auch, weil die beiden klopfen dran. Der wird sowieso wegbrechen. Der Typ. Sollen wir ihn trotzdem umbringen, weil es bringt uns dann in der nächsten Runde Vorteile. Vielleicht wird er dann vorher rausgezogen, woanders hingeschoben. Könnte sein. Was weg ist, ist weg, ne? Dann lassen wir nur einen am Leben. Okay, er heilt sich jetzt, ist nicht gut. Wir könnten noch schnell die Gedankenkontrolle, die Hackerei darauf setzen, wenn wir eine Drohne entfernen könnten. Geht nicht. Vielleicht kann ich die da nochmal einsperren, mal gucken. Ah, Mist, da geht da schon raus. Okay, Cooldown zieht weiter runter, das ist schön. Wir spielen mit dem Rebellenflaggschiff. Das haben wir zuletzt so richtig mit dem Feliskreuzer Variante A gemacht, ne? Als das Ding mit dem Waffenfortzünder ankam, meine ich. Jetzt bleiben die da unten, ist aber uncool. Hilfsbatterie wäre bereit. Ich verballer den Strom mal. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Mist, das Ding verfehlt leider. Jetzt will er da rein.
Weil hier zwei Leute drin sind, will ich dann die Bruchbombe lieber da reinsetzen. Die Bruchbombe ist schon wieder fertig, die hat die Tür nicht aufbekommen, krass. Okay, ich hab einen Plan. Jawohl, die kommen rein. Bitte alle rein. Jawohl. So, jetzt sperren wir die da ein. Für volle 10 Sekunden. Und dann schmeißen wir eine Bruchbombe drauf. Gedankenkontrolle wirkt noch. Vielleicht trifft sie jetzt. Mal gucken. Alle betäubt? Nein, er tat sich, der blöde Arsch. Dann schieße ich die Bruchbombe jetzt nicht. Nein! Mist. Also, jetzt hat er uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Schade. Vielleicht bleiben die trotzdem drin. Vielleicht reparieren die da gleich allesamt. Ich werde die Bruchbombe auf jeden Fall schießen. Er will aber schon wieder raus. Uncool. Krieg Schaden, los. Sitzt. Jetzt will er nicht raus und dann können wir wieder hacken. Jawohl. Und wir können schon wieder Gedanken kontrollieren. Wir beobachten das mal weiter, was die hier machen in dem Raum. Nein, er tarnt sich ja schon wieder. Ach Mann, Spielverderber. Jetzt geht doch mindestens einer da raus. Die müssen noch das Schildsystem reparieren. Ich will da rein, Bruchbomben. Mann, unser Strom fehlt da schon wieder. Ist jetzt blöd. Oh. Jetzt bekomme ich ja doch noch Höllenschaden. Mist, Kack. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst bei der ganzen Spielerei. Au, gar nicht mal so knapp. Jetzt haben unsere Leute mal was zu tun. Mist. Okay, ich werde das Spiel, glaube ich, relativ früh beenden. Also früher als eigentlich gedacht. Jetzt sind die da drin. Mach du mal lieber damit, ich will sehen, was los ist bei ihm. Er will da oben rein. Da ist gerade niemand drin, okay. Sonst wird er nicht da rein wollen. So, einen will ich noch umbringen von ihm. Bevor wir abhauen. Also, Gedankenkontrolle, ja. Gefallen, dass er uns hackt, ja, aber ich will den Strom lieber woanders behalten. Ja, ist er gleich fertig, dann geh du runter. Hilfsbatterie an. Gedankenkontrolle dahin. Und wir hacken jetzt damit da auch. Wobei, dann ist er auch betäubt, oder? Naja, Schaden kriegt er auch so oder so. Ja, beide sind betäubt. Boom. Jetzt wollen sie da rein. Na, das war jetzt blöd mit Gedankenkontrolle und Betäubung. Weil die Gedankenkontrolle bringt gerade nichts. Okay, eine Bruchbombe schmeiße ich, glaube ich, noch auf ihn. Wollte gerade sagen, ausweichen, aber da kommt schon was. Wir haben zum Glück noch einen zweiten Schildpunkt gehabt. Wenn ich jetzt noch mehr Höllenschaden bekomme, dann ärgere ich mich richtig. Da schickt immer die falschen Leute raus. Ja klar, die gerade ein Problem hatten, die werden zum Heilen geschickt. Okay, dann beenden wir den Spaß jetzt, bevor das hier noch schief geht. Genug gespielt. Gerade als du die Oberhand gewinnst, gelingt dem Gegner der FTL-Sprung. Du musst den Angriff fortsetzen. Wir bekommen 2 Raketen, drunter 19 Schrott. Mist, das Schiff ist nicht mehr da. Die Reparaturstation wäre noch da. Ich probier's mal dahin, dann kriegen wir die Hölle wieder ganz. Die werden uns eh nicht kleinschnetzeln können mit dem vollen Antrieb. Wir haben keinen FTL-Ladeverstärker, ich weiß, aber das kriegen wir auch so hin. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.